Ihr erster Gedanke war, dass man sie lebendig begraben hatte. Dass sie sich in einem Sarg befand. Unter ihrem Rücken spürte sie Holz und dicke Bretter befanden sich zu ihrer Linken und zu ihrer Rechten. So nah, dass sie gerade noch den Arm heben konnte, um zu erfühlen, dass auch über ihr Holz war. Nie zuvor hatte sie Angst vor engen Räumen gehabt. Doch dieser Raum machte ihr große Angst. Das ist der Klappentext von Lebendig von Jack Ketchum, dem zuletzt erschienenen Roman im Heine Hardcore Verlag, den es von dem Autoren gibt. Dieser Klappentext hat mich auch dazu inspiriert, dieses Buch zu kaufen und spontan zu lesen. Ich hatte das Buch heute Vormittag gelesen. Innerhalb von 2 bis 3 Stunden habt ihr das durch. Die eigentliche Geschichte hat nur 185 Seiten, aber dieses Buch enthält auch noch 2 Kurzgeschichten vom Autor. Zu der eigentlichen Geschichte, es geht um eine Frau, die eine Affäre mit einem verheirateten Mann hat, dadurch schwanger geworden ist und dieses Kind nun abtreiben lassen will. Doch vor der Abtreibungsklinik wird sie entführt und wird dann gefangen gehalten. Warum, wieso, weshalb? Das erzählt euch die Geschichte. 185 Seiten sind nicht so lang, aber ihr wollt selber lesen, worum es geht, deshalb werde ich dazu gar nicht mehr viel sagen. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet von der Geschichte, weil ich eigentlich ein Fan von Jack Ketchum bin und auch einiges von ihm gewöhnt bin. Dieser Roman wurde bereits 1998 geschrieben und die beiden Kurzgeschichten, die folgen 2002. Es ist also nicht die neueste Geschichte von ihm, aber sie ist sehr, sehr gut. Das Lesetempo bestimmt einfach, dass man nicht aufhören kann zu lesen. Man liest also immer weiter und weiter, weil man einfach wissen will, wie geht's aus, wie geht's weiter. Was passiert mit der Frau? Warum wird sie gefangen gehalten? Und was passiert mit dem Baby und überhaupt? Kann sie sich befreien oder nicht? Was passiert Schlimmes in diesem Keller, in dem sie gefangen gehalten wird, in einer Holzkiste? Was hat es damit auf sich? Ja, all die Fragen werden natürlich geklärt. Jack Ketchum ist ein Meister des Horrors. Er kann, wenn er will. Ich finde, in diesem Buch wollte er wohl nicht so richtig. Diese Geschichte ist zwar grausam und was mit ihr gemacht wird, ist auch wirklich teilweise echt ja, eklig und brutal und gemein. Und es ist aber nicht so, dass es mich geschockt hätte. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich abgehärtet bin, aber für ein Hardcore-Horrorbuch hätte ich was anderes erwartet, muss ich ganz einfach sagen. Ich bin gespannt, was das Buch so für ein Feedback bekommt von anderen Ketchum-Fans. Ich habe nicht alle seine Bücher gelesen, muss ich zugeben, nur ein paar. Aber meine Mutter mag seine Bücher auch sehr gerne. Ich bin gespannt, was die dazu sagen wird. Ja, viel kann man, wie gesagt, nicht erzählen, weil es so eine kurze Geschichte ist. Die beiden Kurzgeschichten, die hinten im Buch noch drin sind, sind sehr, sehr gut. Sehr schockierend, wobei ich die zweite, also die letzte Kurzgeschichte wirklich schon so rührend fand, dass mir die Tränen in den Augen standen. Und man muss ganz klar sagen, dass Jack Ketchum einen Hang zur Tierliebe hat und besonders zu Katzen. In seinen Geschichten haben diese Tiere immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Sie sind für den Menschen da und die Menschen lieben ihre Tiere sehr, beziehungsweise schließen diese Tiere sehr ins Herz. Das ist sowohl in dem Roman so, als auch in der einen Kurzgeschichte. Ich finde, das hat was Besonderes, weil die meisten Horrorautoren eher dazu neigen, Katzen zu quälen. Wenn man an Stephen King denkt, der die Katze schon mal in den Backofen steckt und dort sterben lässt, so ist Jack Ketchum ein Autor, der keine Gewalt an Tieren verübt, es sei denn, es gibt wohl ein Buch, was ich nicht gelesen habe, ich glaube Blutrot ist das, wartet mal kurz. Genau, wo die Jugendlichen den Hund eines Mannes erschießen und dieser sich an den Jugendlichen rächen will. Wobei das ja auch darum geht, was ein Tierbesitzer tun würde, wenn jemand seinem Tier sowas antut. Wenn vor meinen Augen jemand Josie erschießen würde, dann würde ich auch Rache üben. Das ist, glaube ich, ganz natürlich. So. Genau darum geht es. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen. Leider mehr kann ich dazu nicht sagen, nur dass ich totalen Bock auf Thriller habe, auf Mord und Totschlag habe, auf Gewalt und ich hoffe, dass diese Phase einfach noch ein bisschen anhält. Falls ihr noch weitere Tipps für mich habt, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare und wenn ihr das Buch schon gelesen habt, auch, oder ihr könnt mir ja mal schreiben, welches euer Lieblingsbuch von dem Autoren ist, von Jack Ketchum. Ich fand damals Beute... Ich werde das nie lernen. Beutezeit? Nein. Doch, Beutezeit ist der erste Teil.
Ein Buch von 1980 fand ich richtig, richtig gut. Evil, The Girl Next Door fand ich auch ganz gut. Auch die Verfilmung fand ich gut gelungen. Beutegier habe ich nicht mehr gelesen, Blutrot auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich auf jeden Fall lesen möchte, ist The Lost. Dann die Geschichte hört sich wirklich sehr, sehr gut an, da bin ich gespannt drauf. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob ich bei Rebuy oder so ein paar günstige Jack Ketchum Bücher erstehen kann und mal wieder öfter was von ihm lesen. Ich finde das Cover übrigens sehr, sehr gelungen. Ja, schreibt fleißig Kommentare, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann, alles Liebe, tschüss!